Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespieler und Zwergenfreunde zu Spellforce. Breath of Winter. Ah, mir fällt gerade so auf. Oh, du bist noch hier rausgewandert. Ja, hier sind nur noch zwei Händler, der dritte ist hier draußen, lustigerweise. Ja, gut. Wir wollten Krötenjagd gehen. Gebt euren Befehl. Vorwärts, Krieger! Das ist ein bisschen anstrengender werden. Wir sind der Schlacht ist nahe. Endlich. Also da die Gargantua Giftkriecher erledigen. Ruhm und Ehre. Die Schlacht ist nahe. Nor ist vorwärts, Krieger! Silbern glitzert der Tod. Die Linien dürfen nicht brechen! Der Tod ist nur lassen der Anfang. Wir sie nicht warten. Vor allem, weil die One-Hitten können. Für die Ehre! Silbern glitzert der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Okay, das war schon wieder ein paar Hexenmeister weniger. Für die Macht vorwärts, Nord, Krieger! Lassen wir sie nicht warten. Lassen wir sie nicht warten. Der hier ist aber fast tot. Für die Ruhm und Ehre. Für die Schlacht Nord. Ist nahe. So, jetzt sind's nur noch drei. Gebt euren Befehl. Endlich. Also ja, wenn wir schießen, zurückziehen machen, sollte das klappen. Für die Macht Nors, Ruhm und Ehre. Und ja, in der Zwischenzeit könnten wir ja was anderes schnell machen. Sieht nämlich nicht so aus, als ob Vorim gerade vorhat, Truppen zu schicken. Der bibbert wahrscheinlich da oben. Na, auf Grimm wirkt aber lange Gift. Gebt euren Befehl. Auf Grimm wirkt sehr lange Gift. Für die Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Nor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Lasst uns kämpfen. Für die Macht Nords, Krieger! Vorwärts, Krieger! Lassen wir sie nicht warten. Vorwärts, Krieger! So, Rückzug. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod.
silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Die Linien dürfen nicht brechen. Lassen wir sie nicht warten. Endlich. So, wir wollen zum Goblin-Lager. Silbern Eure glitzert Gegenwehr der Tod. Ist vergebens. Nor ist mit uns. Eure Gegenwehr ist vergebens. Vorwärts, Nor wird uns rächen. Okay, das werden langsam für doch die mehr Ehre. Verluste. Die Schlacht ist nahe. Nor lassen wir sie nicht warten. Lasst uns kämpfen. Gebt euren Befehl. Oh, zwei sind nicht gut. Ein ehrloser Hinterhalt. Zwei sind nicht gut. Vorwärts, Krieger! So, noch mehr. Wir haben ja mehr als genug, Aria. So. Für die Macht Nors, für die Ehre. Ruhm und Ehre. Wir sind der Tod. Okay. Zwei Stück noch, da haben wir das geschafft. Die Rune ist zurück. Mal gucken. Diese Metalle habe ich in den Sümpfen gefunden. Das stammt doch aus der Zirkelzeit. Vielleicht passt es in eure Sammlung. Ein eiserner Soldat, um genau zu sein. Diese Geschöpfe wurden für den Konvokationskrieg geschaffen. Zuletzt sah man sie bei dem Ereignis, das heute die Schlacht um Fiara heißt. Sie waren gnadenlose Schlechter, solange die Macht des Seelenschmiedes sie durchdrang. Als der Runenkrieger den Seelenschmied bezwang, zerfielen die Armeen der Eisernen und versanken in Staub und Schlamm. Also nur totes Metall. Nicht doch. Seht ihr diese roten Steine in seinem Brustpanzer? Das sind die Seelensteine, die ihm sein unheiliges Leben gaben. Und diese Seelen kann man ebenso an einen Runenstein binden. Die Runensteine saugen begierig jede geeignete Essenz auf. Und diese ist es. Hier, nehmt. Diese Rune beschwört einen Eisernen? Unter euren Willen, ja. Er sollte euch ein guter Streiter sein. Ja, wir haben noch eine neue Rune. Den wir erst ab Stufe 17 benutzen können. So, gehen wir mal den Fußweg. Oh, sehr schön, da sind wieder viele neue Hexer. Lasst uns kämpfen. Für die Ehre. Herr Hexenmeister. Wir sind der Tod. Nor ist mit uns. Nor ist mit uns. Silbern glitzert der Tod. Ist mit uns. Endlich. So, versuchen wir mal eine andere Taktik. Indem wir ihn einfach nur anschaden. Vorwärts, Krieger! Ruhm und Ehre! Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Okay, so weit kommt er gar nicht Gebt raus. Gebt euren Silbern Befehl. Glitzert der Für Tor. Die Macht, Krieger! Ruhm und Ehre! Lasst uns kämpfen. Die Schlacht ist nahe. Gebt euren Befehl. Endlich. Vorsichtig sein. Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten.
Silbern glitzert der Tod ist mit uns. Endlich. Für die Macht Nords. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Für die Macht Nords. Krieger. Wir sind die Schlacht der Tod. Ist nahe. Wir müssen nur dafür sorgen, dass ein bisschen mehr auf ihn geballert wird. Für die Macht Nords. Krieger. Ruhm und Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Lassen wir sie nicht warten. Gebt euren Glitzer der Tod. Wir sind die Schlacht der Tod. Ist nahe. Nor ist mit uns. Wir sind die der Schlacht Tod. Ist nahe. Okay, wieder ein Hexenmeister verloren. Lasst uns kämpfen. Für die Macht Nords, Krieger! Nor ist mit uns. Für die Ruhm und Ehre! Ruhm und Ehre! Die Schlacht ist nahe, silbern glitzert der Tod. Endlich. Gebt euren Befehl. Für die Macht Ruhm Nords. Und Ehre. Nor ist mit Vorwärts, uns. Wir sind Krieger. Der Tod. Okay. Brauchen wir mal jemand Lasst anderen? Lasst uns kämpfen. Geschossen. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. So, komm. Vorwärts, Krieger! Oh, er ist jetzt schon so weit angeschartet, die Schlacht dass ist nahe. Er nur noch langsam kriecht. Silbern glitzert der Tod. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Und er ist weg. So, dann der letzte. Gebt euren Befehl. Lasst uns Endlich. Kämpfen. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger! Wir sind der Tod. Nor lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Gebt Endlich. Euren Befehl. Ruhm und Ehre. Für die Vorwärts, Macht, Nor, Krieger! Nor lassen wir sie uns. Nicht wir warten. Wir sind der die Tod. Die Schlacht ist nahe. Für die Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Und ich glaube, so hätten wir auch die Orks Endlich. Vernichten können. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger! Lassen wir sie nicht warten. Wir sind die der Schlacht Tod. Ist nahe. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Endlich. Silbern glitzert der Tod. Für die Macht Nors. Naja, das Problem ist, die Giftkriecher sind zwar stark, aber sie geben nicht viele Erfahrungspunkte. Endlich. Vorwärts, Krieger! Ruhm und Ehre. So, letzter Giftkriecher down. Ja, da seht ihr es, das hat fast nichts gebracht. So, dafür winkt uns eine Schädelmünze, eine Sonnenmünze. Gravierte Beinplatten und ein Level 8 Zauber. Für die Macht Nors. Ruhm und Ehre. So, das heißt, wir können für die Macht Nors uns um Worim kümmern.
Da hinten sind noch Steingolems nachher. Wie stark seid ihr denn? 8. Ja, das dürfte hinhauen. Oh, ein Brander. Toter Brander.